Wie war das nochmal mit den Bienchen und den Blümchen? Wer es vergessen hat, der kann sein Wissen derzeit im Philetischen Museum in Jena auffrischen. Denn dort ist seit Mitte Dezember eine Sonderschau mit dem Titel Insekten und Sex zu sehen. Mit über 1 Million Arten sind die fliegenden und krabbelnden Tierchen auf dem ganzen Globus zu Land und in der Luft vertreten. Damit werden sie zu einem spannenden Forschungsgebiet. Insekten sind vielfältig in Form, Farbe, Größe, aber auch in den Lebensstrategien und Lebensäußerungen. Und auch die Sexualität von Insekten ist sehr vielfältig und abwechslungsreich und sehr interessant zu erforschen. Und diese Faszination kann man in 10 Vitrinen nachempfinden. Man erfährt dabei etwa, dass es nützliche und schädliche Insekten gibt und wie die Wissenschaftler die Vielfalt der Arten einteilen. In der Ausstellung geht es in Sachen Fortpflanzung natürlich auch um Balzrituale. Bei den Hirschkäfern kommt etwa das Männchen zum Zug, welches seinen Konkurrenten vom Baum schubsen kann. Was dann weiter geschieht, erläutert die Ausstellung ebenso die Entwicklung im Laufe der Evolution, die Vielfalt der Geschlechtsorgane und die unterschiedlichen Techniken. Und unter dem Mikroskop ermöglichen die Macher der Schau auch den vergrößerten Blick auf die kleinen Tiere. Ins Detail geht man ebenso bei den Blattkäfern. Mittels Computertomographie erhält man Einblicke ins Körperinnere während des Liebesspiels. Trotz der Thematik ist die Ausstellung dabei aber nicht nur etwas für Erwachsene. Wir haben als Philetisches Museum eigentlich immer alle im Blick. Also wir wollen eine Ausstellung attraktiv machen für Kinder. Deswegen zeigen wir auch viele Bilder und Modelle. Aber unsere Texte sind durchaus auch so, dass sie für den anspruchsvolleren Besucher noch geeignet sind. Also wir wenden uns eigentlich an alle. Ebenfalls mit dem Thema Insekten beschäftigt sich eine Fotoausstellung, die gleich nebenan zu sehen ist. Antje Kreinbrink und Jens Hamann haben hier auf 18 Bildern faszinierende Momente eingefangen. Wer Insekten in ganz intimen Situationen erleben will, kann das täglich von 9 bis 16.30 Uhr noch bis zum Dezember dieses Jahres in Jena tun.